Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Die Jungs und Mädels im Chat wollten gerade unbedingt, dass ich hiervon ein Video aufnehme. Ich habe zwei Pfeifen am Start. Eine davon ist, glaube ich, noch gar nicht geleakt und wurde noch nirgendwo gesehen. Und die andere kennt ihr schon, aber ist trotzdem irgendwie neu. Wir starten rein. Und ihr seht es ja auch da schon. Ah, spätestens jetzt ist jedem klar, worum es geht. Die neue Version der Division Nano ist am Start. Oder, wie sie der Alex nennt, die X-Hooker Division Nano 2.0. Wurde einiges verändert, einiges verbessert. Es ist noch nicht die finale Lieferung. Das sind jetzt die ersten, die zum Testen rüberkamen. Die ganzen zum Austauschen, die kommen im August. Dann haben wir noch diese drei Sachen hier. Und zwar sind das die Sleeves. Ihr merkt vielleicht schon, wow. Das passt aber sehr, sehr geil hier zusammen. Und das soll auch so. Und dann haben wir auch für die Division Nano noch hier die Blow-Off-Sleeves, die wir ja jetzt auch schon von der größeren kennen. Ja, die kannten wir ja schon. Und die gibt es jetzt eben auch bei der kleinen. Aber kommen wir mal zum Eingemachten. Und zwar X-Hooker Division Nano. Obendrauf X-Hooker Your New Smoking Experience. Any questions für den Support und auf der Seite ein Stück Qualität und auf dieser Seite nochmal ein kleines Bild von der Pfeife. Ich würde sagen, wir machen das Ding auch einfach mal auf. Okay, wir gucken mal rein. Als erstes haben wir hier einen Silikonschlauch. Dann haben wir, okay, das ist tatsächlich ganz gut. Wir haben eine Ersatzdichtung, eine Feder und Ersatzkugeln. Oder vielleicht sind es auch die Kugeln. Dann haben wir hier ein Edelstahlmundstück. Das ist auf jeden Fall schon mal deutlich schwerer geworden. Sehr, sehr nice. Ist dabei, ne? Alles cool. Aber da würde ich trotzdem lieber hier so das Carbon-Mundstück oder sowas machen. So, dann haben wir als nächstes den Teller. Das kennen wir ja schon. Den zweiten Teller. Das kennen wir auch schon. Die Pfeife kostet 150 Euro. Beziehungsweise gibt es ja auch noch SWG 10. Dann kostet die 125 Euro. Hier haben wir das normale Edelstahl-Sleeve. Auch sehr, sehr massiv. Irgendwie fühlen sich die Teile bis jetzt auch auf jeden Fall so an, als wären die massiver geworden. Ne? So sieht das Ding aus. 135. Ja, natürlich 135. Das war wieder, Marvin hat mit Mathe zugeschlagen. So, dann haben wir einmal hier. Ist das schon für der neue Blow-Off? Ist da jetzt was dabei? Oder was ist das für ein Teil? Müssen wir gleich mal gucken. Dann haben wir hier noch den Blow-Off-Ring. Da kannst du wahrscheinlich, je nachdem, welches Blow-Off und welches Sleeve du benutzen willst, verschiedene Blow-Offs, also verschiedene Adapter hier benutzen. Wir haben einen kleinen Schliff-Schlauchanschluss. Und dann das letzte auf der Ebene, die Base. So, das kennen wir ja schon. So, und ich glaube, jetzt kommen so die Teile, die verbessert wurden. Und zwar war das ja auch in meinem Review die Kritik. Ja, oh ja, ist ein bisschen besser geworden. Also das Tauchrohr war mir ja in dem Review zu der Division Nano ein bisschen zu dünn und hat sich eher angefühlt wie Alu, weil es wirklich, also es war wirklich nicht viel Material. Ist besser geworden. Ihr seht das, die Wandstärke ist größer. Unten der Diffusor hat ein kleines Loch. Ich würde mir da tatsächlich wünschen, dass die komplett auf sind, weil wenn ihr jetzt sehr groben Tabak raucht, kann es sein, dass das hier immer noch verstopft. Deswegen mag ich Diffusoren, die unten komplett offen sind. Ja, aber haben wir dabei. Ist definitiv geiler. Kopfadapter. Die innenliegende Rauchsäule haben wir noch. Und ein einzelnes Teil ist hier noch drin, das ich mit meinen Wurstfingern nicht rausbekomme. Das ist der kleine Abstandshalter zwischen Teller und Blow-Off-Teller. Und dann haben wir nur noch die Bowl. Und auch die Bowl ist anders geworden. Wir sehen schon, die läuft irgendwie sehr flach aus. Also definitiv ganz, ganz anders geformt. Das ist einfach eine komplett neue Bowl. Sieht aber weder wie die alte Division Bowl aus, noch wie die Breeze Bowl oder so. Also ist wirklich eine komplett eigene Form. Ähnelt denen natürlich, aber ist schon eigen. Bauen wir die mal zusammen, oder? Würde ich sagen. Bowl können wir beiseite stellen. Wir fangen an der Base an. Okay, die Kugeln brauchen wir auf jeden Fall hier. Ich muss die da drauf machen, sonst seht ihr die nicht, ne? Ich mach mal so. Dann könnt ihr sehen, was ich hier treibe. So, als erstes hauen wir ja mal die Kugeln rein. Ich hätte als allererstes das Tauchrohr dran machen sollen. Sehr, Digga. Wie tief sitzt das? So. Okay, ich hätte tatsächlich gedacht, dass das Tauchrohr tiefer sitzen würde. Weil, ich meine, da ist dann sogar noch eine kleine Gummilippe dazwischen. Aber ich hätte irgendwie gedacht, dass das Tauchrohr noch tiefer in der Bowl sitzt. Also, bei dieser Form ist ja das Geile, wenn du den Wasserstand dann so bis hier machen musst oder so, dann hast du den Vorteil, dass sich das Blubbern mehr verteilt. Jetzt musst du ja trotzdem wieder bis hier machen und dann hast du ja trotzdem nur hier diesen kleinen Abschnitt. Aber ob das was ändert, das sehen wir dann so. Ich hätte, nee, okay, das macht keinen Sinn. So rum? Das macht auch keinen Sinn. Und wofür ist der? Also ich bin gerade tatsächlich ein bisschen lost, ne? Ich mache erstmal die Rauchsäule dran. Da muss, glaube ich, das kurze Gewinde nach unten, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, also das macht auf jeden Fall Sinn. Dann kannst du den oben verschließen. Und dann gibt es noch den anderen. Nee, das macht keinen Sinn.
Also den hier habe ich, glaube ich, verstanden. Also das hier würde Sinn machen, wenn man den jetzt hier hin macht, weil dann hat man oben die Rauchsäule zu und dann hat man es nur aus dem Sleeve. Aber wofür der ist, das weiß ich gerade nicht. Wo soll der denn hin? Weil eigentlich passt der nur so. Ich glaube, dann kommt der Blow-off hier raus, aber ist das Sinn der Sache? Ah, ja, doch. Ich glaube, diese kleine Kante da, die schließt mit dem Ding ab, mit dieser Nut. Und dann geht der Blow-off hier seitlich raus und nach oben. Also, das hier ist der Adapter für den Blow-off von der Base nach oben. Und das hier ist der Adapter für den Blow-off von unter dem Kohleteller. Also, es sitzt dann praktisch hier. Und dann kommt der Rauch so runter. Und man kann entweder das Edelstahl-Sleeve oder das Epoxy-Sleeve drauf machen. Okay, wir haben gesagt Edelstahl. Dann kommt jetzt das so drauf und dann das jetzt so drauf und dann kann der Teller drauf. So. Und dann haben wir es auch schon. Soll der meine sagen, das war schwer. Gut, wir können jetzt theoretisch, können wir noch beide Teller, haben wir noch genug Platz, um beide Teller zu verbauen dann? Weiß ich nicht. Nee. Haben wir nicht. Klar, ne? Das Teil nimmt dann natürlich sehr viel Höhe weg und dann kannst du nicht mehr beide Teller montieren. Ich dachte so, um den halt da drauf zu verstauen, könnten wir direkt beide drauf machen. Dann muss man ihn aber extra aufheben. Dann kommt dann nur der und der Kopfadapter noch. Und dann sollten wir eigentlich... Funktioniert. Man kann entlüften. Oh, geht sogar sehr leicht. Geht sogar sehr leicht. Okay. Gut, also das hier ist unsere fast fertig aufgebaute X-Hooker Division Nano. Ganz wichtig. Gut, die haben wir fertig. Dann, oha, ich darf dieses ganze Zubehör. Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, dieses ganze... Den bräuchten wir ja nur, wenn wir... Also wir haben ja oben nichts zum Dichten, oder? Das heißt, wir brauchen den nicht. Verstehe ich doch richtig, oder? Oder? Den brauch, genau, brauchst du nicht unbedingt, genau. Den brauche ich ja nur eigentlich, wenn ich da hier dieses Zwischendings dann und dann von dem anderen, wenn die Zentrifugalkraft mit dem Gleichgewicht der Pendelkraft... Das war unsere erste Pfeife, die wir aufbauen müssen. Jetzt haben wir noch eine andere. Oh, ah. Epox 360. Gucken wir uns mal an, was drin ist. Also hier kommt uns erstmal... Epox entgegen. Hier ist ein Kohleteller. Wild, oder? Digga, der zweite Silikonschlauch. Wir haben das nächste Aladdin Standardmundstück. Sind nett, sind hübsch, ne? Schwarz, finde ich ganz gut. Ich zeige euch den nächsten kranken Part dieser Pfeife. Bam. Need I say more. Okay, okay, okay. Mit was fangen wir hier an? Okay. Es war ein bisschen zu fies, oder? Ey, der ist nicht kaputt gegangen. Eigentlich war das nur ein Drop-Test. Was machen wir denn jetzt erst? Wir machen die Bowl. Die kennt ihr auch schon. Das ist die, die jetzt auch bei der A36 und bei der A46... Also eigentlich ist das genau die, die bei der A36 dabei ist. Wir haben wieder das ganz normale Tauchrohr, wie wir es von Aladdin gewohnt sind. Wir können hier den Diffusor wieder verstellen, beziehungsweise dieses Ding hier verstellen über den Diffusor, sodass wir einstellen, wie viel Diffusorleistung wir da haben. So, eine Schlauchfeder haben wir dabei. Geisteskrank. Okay, wir haben noch das hier. Einen ganz normalen... Was heißt ganz normal? Die sind tatsächlich nicht ganz... Okay, der ist doch ganz normal. Never mind. Und dann haben wir noch das hier. Und jetzt, wenn ich euch diese Seite der Base zeige, versteht ihr vielleicht, warum diese MVP 360, wenn auch erst gedacht super gleich, doch ziemlich, ziemlich unterschiedlich ist. Auf dieser Seite ist nichts. Versteht ihr das? Normal wäre da das Blow-Off. Aber da ist kein Blow-Off. Also nicht hier. Er ist schon da, aber nicht hier. Und die Farbe, die ist auch... Ja, ich frage mich noch Dinge. Und zwar... Okay. Also, wir haben hier... Okay, das können wir nicht mehr abschrauben. Das können wir abschrauben. Oh doch, wir können es abschrauben. Aber können wir das... Ne, unten drunter macht ja keinen Sinn. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben hier jetzt auch einen Blow-Off von der Base. Und das... Bei einer MVP, die halt meistens super billig ist, also günstig. Puh. So, was können wir jetzt hier alles machen? Es gibt vier verschiedene. Von unten nach oben ohne Sleeve. Also man kann die auch einfach so rauchen. Dann kann man wahrscheinlich hier dieses Ding draufschrauben. Dann macht man da den Teller drauf. Ja, genau so. So und so. Na, dann wäre das so ungefähr. Okay, kann man machen. Von unterm Teller nach unten. Ich glaube, das ist so die Standardaufbauweise, wie sie eben war. Das heißt, wir haben das Ding. Dann haben wir das Ding. Ne, weil hier kommt dann oben der Blow-off raus. Ich bin gespannt, ob diese kleinen Löcher hier vorne, die reichen können, dass man damit easy entlüftet. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
von unterm Teller nach unten, würde ich sagen, ist wahrscheinlich, wenn man das hier noch so draufschraubt, oder? Da lässt man da so ein bisschen Platz hier. Ne? Dann kommt doch da bestimmt so der Rauch raus. Bin ich gespannt. Oder vom Teller nach oben. Das ist eine schlaue Idee. Wir können das Ding hier ja vielleicht abmachen. Ob das reicht für den Teller? Bin ich mal gespannt. Das reicht für den Teller, Digga. Aber dann ist halt der Kopfadapter, hoffentlich geht er dann tief rein. Aber so müssten wir da dran vorbeikommen. Und jetzt können wir das hier wieder... Dann können wir das hier festschrauben, ne? So. Und jetzt können wir uns wahrscheinlich wieder mit diesem Ding hier entscheiden, ob wir das wieder nach unten haben wollen oder nach oben. Funktioniert. Würde gehen. Geht auch gar nicht so... Also ist nicht schwer. Funktioniert. Und wenn man den jetzt noch so rum draufschraubt, dann hat man wieder vom Teller laufend. Und jetzt könnte ich noch den dagegen schrauben. Ja, so würde wahrscheinlich auch gehen. Ich würde sagen, wir nehmen hier auf jeden Fall die unter der Rauchsäule-Variante. Machen wir hier noch das Tauchrohr dran. So. So, was sagt ihr? Was sagt ihr? Welche Pfeife sollen wir rauchen? Ergebnisse ansehen. Okay, das ist mit 77% die Aladdin Epox. Das ist natürlich heavy. Ich meine, die X-Hooker, die kennen wir auch schon. Die werden wir dann demnächst einfach nochmal rauchen. Da bin ich nämlich auch sehr gespannt, wie das jetzt mit dem neuen Blow-Off und sowas läuft. Also ich glaube, die geilere Pfeife wird die hier. Das bessere Preis-Leistungs-Monster, schätze ich, wird dieses Teil hier. Also das könnte so eine neue, absolute Massenmarkt-Pfeife werden. Ja, ich glaube, den Move müssen wir jetzt noch ein paar Mal bringen, bis sich das gefangen hat. Oh, hab noch gar nicht hingeguckt, Alter. Ich habe noch gar nicht drauf geachtet. Okay, das schon. Also für eine 110-Euro Pfeife ist das schon sehr, sehr, sehr geil. Geht nicht super easy, ist aber auch auf keinen Fall zu fest. Auf keinen Fall zu fest. Also geht vollkommen klar. Total, Digga, kannst du gar nichts sagen bei dem Preis. Also was Aladdin da immer wieder für Preis-Leistungsknaller raushaut, ist wirklich krass. Dann kann ich euch auch direkt in diesem Kontext noch was zeigen, weil wenn wir dann auf aladdin-shishashop.de gehen, wir nehmen jetzt mal stellvertretend einfach hier eine MVP. Also erstmal hat Aladdin auch noch eine nice Spendenaktion am Laufen. Ich glaube, die spenden 5% von allem. Nehmen wir einfach mal stellvertretend die A36 hier. Weil wenn ihr euch so eine Pfeife oder irgendwas bei Aladdin über, ich meine, 80 Euro gönnt, dann könnt ihr, wenn ihr euch das in den Warenkorb schmeißt, hier euch noch aussuchen, entweder ein Carbon-Mundstück oder ein Kopf. Aber sagen wir mal, ihr wollt noch einen Funnel dazu. Dann nehmt ihr einfach den. So, schmeißt ihr mit in den Warenkorb. Und dann könnt ihr nämlich hier bei Aladdin Code SWGK. Ihr könnt auch das Carbon-Mundstück mit reinlegen. Dann müsst ihr aber den Code SWGC nehmen. C für Carbon-Mundstück, K für Kopf. Könnt Gutschein einlösen drücken. Und dann kriegt ihr den noch for free oben drauf. Normal kostet er, wie gesagt, ein 20. Gerade ist er sowieso rabattiert. Aber ey, nochmal ein 10er Rabatt. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt das maximale Geld rausnehmen, dann schmeißt ihr euch halt das Carbon-Mundstück mit rein und habt ihr sozusagen 25 Euro gespart. Ich finde den Kopf persönlich aber wichtiger.